Willkommen zur Wochenendausgabe im Digibet Studio. Sie wissen das, Tipps stehen an. Bundesliga-Wochenende steht vor der Tür und ich habe mir überlegt, wen rufen wir denn heute an? Jetzt gucken Sie mal, kennen Sie diesen Herrn noch? Ah, die Mainz-Fans werden jetzt überlegen und sagen, Mensch, der war doch mal bei uns. Ja, der war beim FSV Mainz und ich zeige Ihnen den jungen Mann nochmal. Das ist derjenige, der Mainz erstes Tor in der Fußball-Bundesliga erzielt hat. Hallo Christoph Babatz. Hallo, guten Tag. Wissen Sie noch, wann denn das war, das erste Bundesliga-Tor für den FSV Mainz? Klar, ne? Erster Spieltag in Stuttgart, ja. Gegen den VfB. Genau, Spiel endete zwar irgendwie 2-4 letztlich, aber war trotzdem das erste Tor für Mainz. Ich meine, das muss man ja erstmal erzielen, ne? Das geht ja dann auch so in die Geschichte ein. So, wir zeigen hier noch eine kleine Dia-Show. Ich hoffe, man erkennt das alles gut. 158 Zweitligaspiele, 90 Bundesligaspiele, allein 171 Spiele bei Mainz, 21 Tore zwischen 2000 und 2006. Danach ging es dann irgendwann nach Koblenz. Genau. Und dann war die Karriere verletzungsbedingt beendet, oder? Ja, nach Koblenz, nach dem halben Jahr in Koblenz, bin ich dann für 3 Jahre zum SV Waldhof Mannheim nochmal gegangen, in die Regionalliga. Da habe ich dann sozusagen meine Karriere so langsam beendet. Sie sind ja gerade mal erst 36, also genau. Verletzungsmäßig dann, weil der eine oder andere spielt ja noch in dem Alter. Das ist richtig, ja, aber ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Knie gehabt oder habe es immer noch und deswegen ging das halt nicht mehr. So, da sehen wir Sie nochmal. Was machen Sie jetzt oder was würden Sie gerne jetzt machen? Ich würde gerne im Sommer eine Jugendmannschaft übernehmen. Also so ab U17, so das wäre mein Ding. Und wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne immer noch in der Nähe von Mainz, klar. Da hat es mich hin verschlagen, ja. Als Hannoveraner. Habe hier meine Frau kennengelernt und fühle mich hier wohl. Gut, also wer jetzt einen Jugendtrainer braucht in Mainz, Christoph Babatz ist zum einen bei Facebook und zum anderen geben wir natürlich hier auch von Digibet.com, wenn Sie denn mögen, die Nummer gerne weiter. Und wer 39-facher Juniorennationalspieler war, ich glaube, der kann dann auch mit Kindern umgehen. Und eigene Kinder gibt es auch, ne? Genau, 2. Wie alt und spielen die schon Fußball? Die Fabienne ist 7. Und der Luis ist 4 und fängt jetzt an mit Fußballspielen. Und Fabienne nicht, obwohl die Mädchen jetzt ja alle Fußball spielen und gestern Abend 8-0. Ja, nee, die Fabienne hat eher zu der Kampfsportkunst verschlagen, sage ich mal. Sie macht gerne Taekwondo. Oh, okay. Ja. Aber der Luis, der fängt jetzt an und ja, sieht ganz gut aus schon. Aber Sie können die Tochter trotzdem noch ins Bett bringen, ohne dass sie jetzt irgendwie... Ja, das geht schon. Niedergelegt werden, niedergestreckt werden. Nee, das ist noch nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Gut, aber es ist ja eigentlich auch ganz schön und in der heutigen Zeit ja sicherlich auch ganz sinnvoll, wenn die Kinder dann irgendwie so ein bisschen Selbstverteidigung können. Es ist zwar traurig, aber es ist ja so. Naja, auf jeden Fall. Wenn Sie denn in Mainz wohnen, dann kriegen Sie ja auch immer noch alles genau mit. Genau. Von Mainz. So, und wir gucken mal hier auf die Seite bei digibet.com. Am Freitagabend gibt es das Spiel in der Fußball-Bundesliga Mainz gegen Nürnberg. Ja. Für eine 1 gibt es 1,92, für ein Unentschieden 3,50 Euro und für einen Auswärtssieg 4,50 Euro. Ich tippe mal, Sie nehmen die 1,92 Euro, oder? Ja. Also eine klare 1 und eine Mainz klare. Ist auch wieder da und hat die Krise überstanden, oder? Ich denke schon, ja. Ja. Ich meine, gerade nachdem es ist nicht so gut lief, sage ich mal, mit den 4 oder 5 verlorenen Spielen, sind sie in Gladbach eindrucksvoll zurückgekommen auf die Erfolgsspur, denke ich. Gehen Sie denn noch öfter ins Stadion? Ja, ich bin des Öfteren im Stadion, aber auch so unter der Woche bin ich auch beim Training mal und gucke mir das an. Also die Kontakte sind nach wie vor vorhanden. Dann gucken wir mal auf den Samstag. Bayern gegen Frankfurt.
Eins. Auch eine 1, gibt 1,40 €. HSV gegen Stuttgart. Jetzt bin ich mal gespannt. Eins. Auch eine 1, gibt 2,15 €. Hoffenheim gegen Leverkusen. Da tippe ich eine Null. Eine 0 auf Hoffenheim gegen Leverkusen. Jetzt muss ich nochmal gucken, was es da gab. 3,35, das lohnt sich richtig. Hannover gegen Freiburg. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Eins. Eine 1, okay, da halte ich mal mit einer 2 dagegen. Lautern gegen Schalke. Ganz klare zwei. Ganz klare 2 ist auch der niedrigste Kurs mittlerweile. Schalke hat sich wieder gefunden, in der Champions League geglänzt und letzte Woche Werder Bremen auseinandergenommen, wobei das halt auch viel mit Werder zu tun hatte. So, und dann haben wir Borussia gegen Borussia. Das ist eine Quote. Also wenn Sie jetzt sagen, da setze ich 1 € auf eine 2, da gibt es 8,75 €. Aber ich glaube, es ist auch relativ unwahrscheinlich, ne? Ich denke auch, also der Kloppo hat sie gut im Griff, die Jungs, und eine klare Eins. Jürgen Klopp, Vertrag verlängert bis 2014. Ich meine, also wenn wir schon einen am Telefon haben, der unter Jürgen Klopp gearbeitet hat, der mit Jürgen Klopp gearbeitet hat, hat er sich verändert über die Jahre? Also so wie er auf an der Seitenlinie ist, denke ich nein, absolut nicht. Er ist nach wie vor ja heiß bei jedem Spiel und also ich denke eher nicht, nee. Was zeichnet ihn aus? Also früher war es so, dass er halt ganz eng bei der Mannschaft war, dass er immer ein offenes Ohr hatte und dass er eigentlich jeden Witz oder jeden Joke in der Kabine oder auf dem Platz mitgemacht hat. Und ja, er war halt einer damals von uns praktisch, ne? Er war ja klar ein Trainer, aber irgendwie war er doch auch so ein bisschen noch Spieler dann irgendwann bei uns. Das ist natürlich auch der erste gegen den letzten, dann Gladbach gegen Dortmund. Bleibt Klopp so lange in Dortmund, wie er in Mainz geblieben ist? Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja, ich meine, es sieht ja jetzt alles danach aus. Die Dortmunder sind sehr, sehr zufrieden mit seiner Arbeit und warum nicht? Ich denke schon. Kann ich mir gut vorstellen. Wer hätten dann noch anzubieten? Zwei Spiele am Sonntag. Bremen gegen St. Pauli. Das Nordderby, das Krisenderby im Norden. So leid es mir für die Bremer tut, ich tippe eine 2. Nee, echt jetzt? Ja. Gibt es da einen Grund irgendwie? Ja, nee, ich habe vor, weiß nicht, 2 oder 3 Wochen Pauli gegen Frankfurt gesehen, in Pauli, und da hat mir Pauli sehr, sehr gut gefallen. Und ich denke, gut, Bremen ist angeschlagen, aber ich denke trotzdem, Pauli wird da gewinnen. Boah, das wäre natürlich ganz bitter. Und wenn Werder dann wieder Tore ohne Ende kassiert, erst recht. So, das letzte Spiel findet hier in Köln um die Ecke statt beim FC, wo es immer noch nicht ruhiger geworden ist. Der erste FC Köln trifft auf den VfL Wolfsburg. Zwei gerade nicht ruhmreich in die Saison gestartete Clubs. Tipp, das ist schwierig. Aber ich glaube, die Kölner durch den Sieg letzte Woche haben sie genug Selbstvertrauen und eine Eins. Gut, das würden sich hier viele wünschen. Dann sind wir auch schon durch. Okay. Christoph Babatz, vielen herzlichen Dank. Hat Sehr Spaß gerne. gemacht und wir gucken dann mal am Montag, wie erfolgreich Sie getippt haben. Tippen Sie denn sonst auch im Allgemeinen? Nach der Karriere darf man ja oder nur jetzt so aus Spielerei? Nee, eigentlich, ich tipp gar nicht. Also wenn nur Spielerei. So unter Kumpels mal, aber sonst nicht. So ähnlich wie ich auch. Dann schönes Wochenende Danke. und Ihnen auch ein schönes Wochenende. Hoffe, Sie haben die Winterreifen drauf und tschüss.